Hallo meine Wundervollen. Heute geht es um ein Thema, um das es schon sehr lange nicht mehr ging auf meinem Kanal. Um meine Haare! Ich habe neulich auf Instagram eine super süße Nachricht von einem richtig, richtig, richtig lieben Mädchen bekommen. Die hatte ihre Dreads gerade neu und sie hat mich halt gefragt, wie ich das gemacht habe, dass ich solche Premium-Dreads bekomme. Und das Wort Premium-Dreads, das habe ich zum ersten Mal über meine eigenen Dreads gehört. Und das war natürlich so, oh was, sie denkt, ich habe Premium-Dreads, oh wie cool. Und dann habe ich ihr natürlich geantwortet. Und was ich ihr geantwortet habe, das möchte ich auch mit euch teilen. Denn vielleicht hast du auch gerade neue Dreads und bist nicht so happy, weil sie vielleicht so dünn sind und so fisselig sind und dir noch nicht so richtig gefallen. Und du dich fragst, was kann ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wie geht das hier weiter? Und jetzt kommt, pass auf! Also ich habe meine Dreads jetzt ungefähr 3 Jahre. Wahrscheinlich sogar ein bisschen länger schon, aber Pi mal Daumen 3 Jahre. Und am Anfang habe ich die noch super oft gewaschen. Also fast jeden Tag mir die Haare gewaschen und die Dreads gewaschen. Und das war überhaupt nicht gut für die. Also Tipp Nummer 1 ist, wasch deine Haare nicht so oft. Einmal im Monat reicht. Wenn sie nicht dreckig sind, reicht einmal im Monat völlig. Die Kopfhaut reguliert sich von ganz alleine und dieses Sebum heißt das, glaube ich, was die Kopfhaut eh selber herstellt, geht dann in den Dread mit rein und schließt das quasi so umschließt das Haar, sodass auch der Dreck dann gar nicht mehr da richtig reinkommt. Aber wenn du die Haare ständig wäschst, kann sich dieser Kopftalg gar nicht richtig bilden und dann werden sie halt immer irgendwie dreckig oder fusselig oder was weiß ich. Und dann, wenn du sie wäschst, Tipp Nummer 2, wenn du sie wäschst, dann wasch sie am besten nicht mit Shampoo, nicht mit Seife, sondern einfach nur mit Wasser. Ja, wirklich, das reicht. Wenn ich die Haare bleiche, nehme ich kaltes Wasser. Wenn ich die Haare färbe, nehme ich kaltes Wasser. Ich nehme einfach nur... Nein, Sonne! Es ist gar nicht nötig, da so viel drauf zu machen. Einfach kaltes Wasser nach dem Bleichen reicht völlig aus. Okay, ich muss sie halt ein bisschen länger auswaschen ohne Shampoo, aber es ist immer noch besser für die Haare. Und als Kur für Dreads empfehle ich Salzwasser. Einfach Salz und Wasser in einen Eimer zusammen reingeben und den dann da so kopfüber rein und so ein bisschen einwirken lassen quasi. Da werden sie dann auch nochmal sauber. Dann achte ich sehr penibel darauf, dass meine Haare erst gar nicht dreckig werden. Also ich passe super krass auf, dass ich nicht irgendwo mit dem Kopf in irgendeinen Dreck reingerate. So bleiben sie nämlich auch länger sauber und ich muss sie deswegen schon gar nicht mehr so oft waschen. Und wenn es wirklich nicht anders geht, also wenn sie jetzt wirklich vor Dreck stinken oder so und ich sie wirklich waschen muss, ja, dann wasche ich sie auch, natürlich auch mit, vielleicht auch mit Seife, vielleicht auch mit Shampoo, aber auch nicht die Ansätze, nur die Längen. Und ich habe auch herausgefunden, dass Textilerfrischer, also dieses, was man eigentlich auf Vorhänge oder Stoff macht, damit das besser riecht, das kann man zur Not auch mal verwenden, damit die Haare wieder ein bisschen frischer sind, wenn es dir ganz unangenehm ist auf dem Kopf oder so. Und das A und O für schöne Dreads ist Geduld. Ja, am Anfang sahen meine Dreads auch nicht gerade toll aus, also ganz im Gegenteil. Ich habe auch voll böse Kommentare bekommen, wie scheiße meine Dreads aussehen. Aber hey, mir war das egal, weil ich liebe meine Dreads. Ich kann mir keine andere Frisur für mich vorstellen. Also wenn meine andere alternative Frisur wäre halt kurzes Haar, so 3 mm. Aber solange ich meine Dreads so liebe, wie ich sie jetzt liebe, werde ich sie weiter haben und tragen und pflegen. Und ich wünsche dir Geduld, 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 damit auch deine Dreads in 3 Jahren so schön aussehen wie meine. Hat dir dieses Video gefallen, dann gib doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren meiner wundervollen Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Und ich bedanke mich ganz, 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 ganz doll für deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.